Der OFC darf einen neuen Neuzugang verkünden. Jakob Zitzelsberger, schön, dass du in Offenbach bist. Hallo. Hi, servus. Und ich darf schon eine Sache vorwegnehmen. In den Kommentaren auf Social Media und auch in Foren kommst du sehr gut an. Die Fans freuen sich also schon sehr auf dich. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, ja. Und jetzt warst du schon einige Zeit hier, hast zwei Testspiele mitgemacht. Wie fühlst du dich? Hast du dich gut eingefunden? Ja, natürlich am Anfang war es ein bisschen ungewohnt. Das ist ja immer so, wenn man jetzt in die Mannschaft, in die man kommt, nicht so viele Leute kennt. Aber da muss ich der Mannschaft, aber auch dem Trainerteam echt ein Kompliment machen. Die haben mich super aufgenommen. Ich habe mich auch direkt wohlgefühlt und hoffe, ich konnte dann das Vertrauen in den Testspielen zurückzahlen. Du hast auf verschiedenen Positionen gespielt, sowohl als Innenverteidiger als auch als linker Verteidiger. Wo fühlst du dich am wohlsten? Wo kannst du überall eingesetzt werden? Also ich bin an sich schon variabel einsetzbar, natürlich vor allem auf Innenverteidiger und Linksverteidiger da, wo ich jetzt auch gespielt habe. Mhm. Aber generell fühle ich mich fühle mich am Platz wohl und ich spiele dann da, wo mich der Trainer aufstellt. Wir bleiben mal beim Spielerischen. Was zeichnet dich als Spieler besonders aus? Wo sind deine Stärken, was würdest du sagen? Ja, natürlich habe ich einen Vorteil, da ich Linksfuß bin. Das ist natürlich schon eine Besonderheit. Aber ich komme auch vor allem über die Athletik, Sprungkraft, Schnelligkeit, das sind schon so meine Stärken. Das freuen wir uns auch, auf dem Platz zu sehen. Was hat denn am Ende dafür gesprochen, dass du jetzt hier zum OFC gewechselt bist? Ja, der Kontakt kam über das Probetraining zustande und die Gespräche im Anschluss an das waren wirklich sehr gut. Und ich kann das eventuell auch mit meinem Studienplatz kombinieren. Und dann hat alles dafür gesprochen, dass ich zum OFC wechsle. Sehr schön. Wir haben es erwähnt, ein paar Tage bist du schon in Offenbach. Konntest du die Stadt, die Menschen schon ein bisschen kennenlernen? Ja, natürlich am Anfang war ich viel mit den Jungs essen abends. Also am Anfang das mit der Wohnungssuche ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Deswegen sind wir viel auswärts essen. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch gut, dass man direkt die Stadt ein bisschen kennenlernt, die Leute. Und da muss ich wirklich sagen, alles sehr offen, sehr familiär und da freue ich mich drauf. Sehr schön. Du hast die Wohnungssuche angesprochen. Hast du vor, dich hier auf dem Offenbacher Markt auch ein bisschen umzusehen? Ja, auf jeden Fall. Also mir ist es dann schon auch wichtig, dass ich natürlich nah zum Stadion und auch nah zu der Stadt bin, in der ich auch spiele. Damit man das ganze Feeling auch außenrum aufsaugen kann. Und deswegen werde ich schon vermehrt in Offenbach natürlich nach einer Wohnung suchen. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir wollen aber trotzdem noch mal ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen. Wo hat alles angefangen bei dir? Wer ist dein Kindheitsverein und wie ging es dann weiter? Also mein Kindheitsverein ist natürlich erstmal mein Dorfverein. Das sagt jetzt wahrscheinlich niemandem hier was. Dann habe ich meine komplette Jugend 12 Jahre lang beim SSV Jahn Regensburg gespielt. Mhm. Und war jetzt die letzten 3 Jahre bei Eichstätt und Pipinsried in der Regionalliga Bayern unterwegs. Mhm. Und jetzt eben der Schritt, sage ich mal, in eine andere Regionalliga, weg von meiner Heimatstadt. Mhm. Genau. Deine persönlichen Ziele beim OFC? Meine persönlichen Ziele? So viel spielen, wie es geht, gute Leistungen bringen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Mhm. Am Schluss bitte noch mal 3 schnelle Fragen. Bist du bereit? Ja. Wer ist dein Fußballidol? David Alaba. Kopfballduell oder Grätsche? Kopfballduell. Tor oder Assist? Tor. Schieße ich nicht so viele, muss ich mitnehmen. Alles klar. Vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Jakob Zitzelsberger. Danke. Danke, ich freue mich.